Hallöchen, hier mal ein Video ganz ungeplant und in einer ganz anderen Umgebung. Ich werde mal gucken, was ich aus dem Ton herausholen kann. Ich hoffe, mein Programm kann da ein bisschen was draus machen. Ich befürchte nämlich, es halt hier furchtbar sehr. Aber darüber soll es gar nicht gehen, denn wir sprechen hier nicht über den Klang des Videos, sondern über die Bücher, die ich euch zeige. Und zwar haben mich zwei Päckchen erreicht. Das eine schon vor ein paar Tagen. Deswegen kann ich euch schon zeigen, was ich da ausgepackt habe. Ich konnte es nicht abwarten. Zum einen, ich hoffe, ihr könnt sehen, Der kleine Elch, Band 1 von Ralf Kraft. Ein wundervolles Kinderbuch, das mir empfohlen wurde von einem netten Herrn. Und zwar geht es da um Lotta und die Schlittenhunde. Und das ist eben Band 1, Der kleine Elch. Eine herrliche Geschichte. Wir lernen Lotta kennen, wir lernen Baska kennen, den Husky. Und den Elch Viktor. Und noch so ein paar andere Menschen da drin. Und ich finde, es ist eine herrliche Geschichte. Einfach schön gemacht, schön erzählt. Wunderschöne Illustrationen. Das ist einfach herrlich. Die Geschichte verfliegt nur so. Es ist eine wunderschöne herbstlich, winterlich, weihnachtliche Geschichte. Ich kann sie nur euch allen empfehlen, auch wenn ihr keine Kinder habt. Aber so ein bisschen das Gefühl haben wollt einer wunderschönen Wintergeschichte aus Schweden. Dann war in dem anderen Päckchen auch noch eins drin, und zwar von Eike Arndt, Das Nichts und Gott. Aus dem Zwerchfell Verlag. Auf den Zwerchfell Verlag bin ich gekommen durch Lea von Librarium. Ich verlinke sie euch gerne unten. Und ich bin sehr gespannt darauf. Das hat mich irgendwie angesprochen. Und dazu gibt es auch noch ein zweites Buch von Eike Arndt, und das müsste jetzt in dem anderen Päckchen sein. Deswegen packen wir das jetzt aus. Ich habe dazu ganz fachmännisch vorbereitet, keine Schere, nur ein Bastelmesser-Skalpell. Ich hoffe mal das Beste. Aus Sicherheitsgründen erstmal das hier verstauen, damit ich mich nicht noch verletze. Grund, warum ich bestellt habe, bei dem großen bösen A, ich gebe es zu meiner Schande, ist der Fingermassagering bzw. ein Zweierpack. Und ja, das eine ist schon vergeben an einen Herrn, bzw. da wird er sich hoffentlich drüber freuen morgen. Und das schenke ich ihm. Und das andere ist so ein bisschen, ich habe schon einen, besitze schon einen, wollte aber gern trotzdem noch mal einen in Reserve haben, denn bevor ich einen verliere und mich dann ärgere, dass ich nur einen hatte, habe ich noch einen zweiten in Reserve. So, besagt das zweite Buch von Eike Arndt, Die Zeit und Gott. Ich werde nochmal herausfinden, mich schlau machen, welches man zuerst liest, denn die beiden habe ich noch nicht gelesen, im Gegensatz zu Lotta und die Schlittenhunde. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich finde die Aufmachung irgendwie sehr lustig. Schaut ganz nett aus, und ja, lass mich mal davon überraschen. Als letztes Buch oder beziehungsweise Kinderbuch zieht bei mir ein Der Ostermann von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. Ich habe so also ein bisschen nachgeschaut, denn mir ist aufgefallen, ich kenne gar nicht die neuesten Dinge von Marc-Uwe Kling. Und das kann nicht sein, weil ich bin ein riesengroßer Känguru-Fan. Känguru-Trilogie. Trilogie, natürlich. Dann bin ich darauf gestoßen, okay, es gibt auch ein Kinderbuch von ihm. Und ich fand das sehr interessant, so die Kombination aus Osterhase und Weihnachtsmann, beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, möchte das Kind oder Sohn vom Weihnachtsmann Ostermann werden, weil er Ostern so liebt. Und ja, eine wunderschöne Idee, und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich denke, das könnte was ganz Lustiges werden. Die Frage ist dann, ob man das an Weihnachten oder an Ostern liest. Es geht noch weiter mit Dingen von Marc-Uwe Kling, aber was ihr so von Marc-Uwe Kling kennt, dürft ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben, und ob ihr die Känguru-Chroniken auch so liebt wie ich. Ich bin da wirklich, also gerade nach dem Hörbuch, süchtig. Ich könnte das jederzeit immer hören. Und zwar bin ich auf ein Hörbuch gestoßen von Marc-Uwe Kling. Das ist durchaus schon älter. Steht das auch hier drauf? Nö, natürlich nicht. Soweit ich weiß, da gibt es auch einen Scheißverein. Gut. Marc-Uwe Kling und die Gesellschaft heißt das Ganze. Soweit ich weiß, sind das Lieder oder zum Teil Poetry-Texte. Ich glaube eher Lieder sogar. Und ich habe in eins oder in mehrere sogar schon reingehört und fand die richtig gut und habe mir gedacht, das muss ich irgendwie hören. Das brauche ich. Habe
habe es mir direkt bestellt. Ich sag mal so, die Bestellung war einfach offen und es ist reingehüpft. Manchmal kann man da nichts machen. Ebenso reingehüpft ist Quality Land, live und ungekürzt von Marc Oberkling, auch gesprochen von Marc Oberkling. Ich habe hier die dunkle, die pessimistische Fassung. Eigentlich eher aus dem Grund, weil ich schwarz irgendwie die schwarze Variante schöner fand. Nicht, weil ich so schlimm pessimistisch bin. Meistens. Ja, es geht um so eine Zukunftssatire. Steht auch hier hinten drauf, eine verblüffende Zukunftssatire über die Verheißungen und die Fallstricke der Digitalisierung. Und es klang einfach irgendwie gut. Und so ein bisschen, wie könnte die Zukunft sein, aber auch so, ja, ich mag seinen Humor ganz gern, seinen Blick auf die Dinge. Und das freut mich, dass ich das dann jetzt genießen kann. Ebenfalls ein Teil, das unbedingt mit musste und weswegen ich bestellt habe, die Christina von Grissis Bücherlabyrinth ist schuld. Ich hoffe, du fühlst dich auch schuldig. Sie hat mich angefixt mit dem neuen Buch von Michelle Schrenk. Wann immer ich die Sonne sehe, von Michelle Schrenk, ein herrliches, wunderschönes Cover. Es ist so dünn, dass ich es am liebsten gleich verschlingen möchte und ich schätze auch, das wird ganz, ganz bald den Weg finden. Neben mein Kopfkissen, also auf meinen, wie sagt man das, auf meinen Nachttisch, um es abends zu verschlingen. Es, ja, herrlich. Ich lese euch mal eben vor, was hinten so draufsteht. Wann immer du die Sonne siehst, bin ich bei dir. Achte auf die Zeichen, dann findest du selbst in der tiefsten Schwärze der Nacht eine helle Sonne. Mia ist sauer auf das Leben. Schließlich hat es ihr Kai genommen, ihre große Liebe. Überhaupt glaubt sie weder an Zeichen noch daran, dass die Sonnenkette, die Kai ihr hinterlassen hat, in der dunklen Zeit für sie leuchten kann. In dem Glauben, alles im Leben verloren zu haben, vergräbt sie sich in ihrer Trauer. Doch dann erhält sie einen Brief mit einer Aufgabe, die nicht nur Hannes mit seinen warmen braunen Augen in ihr Leben bringt, sondern alles von Grund auf verändert. Auf der Suche nach der Sonne geschehen einige Wunder, doch ist Mia wirklich bereit, ihr Herz dafür zu öffnen und gibt es im Leben eine zweite Chance auf Glück. Herrlich. Wirklich herrlich. Ich liebe Michelle Schrenk. Ich habe leider noch nicht alles von ihr gelesen, was ich besitze. Dennoch, spätestens wenn ich von Christina erfahre, welches aktuelle Buch gerade von ihr erschienen ist, bin ich immer versucht, es sofort zu bestellen. Und das ist hier passiert. Deshalb zieht dieses hier ein. Durchaus schon länger auf meiner Wunschliste ist folgendes Buch von Anne Freitag, Irgendwo dazwischen. Ein wahrhaft dicker Klopper. Habe ich nicht erwartet. Das Ganze hat 600 Seiten. Das ist mal eine Hausnummer. Okay, ich bin gespannt auf 600 Seiten Anne Freitag. Anne Freitag konnte mich so sehr reizen und auch fast schon überzeugen mit ihrem bekanntesten Buch. Mir fällt leider gerade definitiv nicht der Titel ein. Wenn es mir einfällt, während ich dieses hier schneide, blende ich euch hier das Cover ein. Ihr wisst schon, das mit dem Sommer und mein bester letzter Sommer. Ja, mein bester letzter Sommer von Anne Freitag. Durchaus sehr gehypt und ich habe den halt mitgemacht und habe das auch gelesen. Und danach habe ich von ihr gelesen, den Mund voll ungesagter Dinge. Habe ich absolut geliebt. Und ja, jetzt stehen noch die Bücher bei mir, die vor meinem besten letzten Sommer erschienen sind. Und unter anderem kommt das jetzt noch mit dazu, denn mich interessieren auch die Werke, die vorher schon aus ihrer Feder stammen. Ich lese euch einfach mal ein bisschen was davon vor. Eine Farbexplosion, die einen erblinden lässt. Diese liebevoll und mit enorm viel Farbe gestalteten Charaktere machen dieses Buch zu einem Page-Turner. Klingt sehr gut, vor allem bei 600 Seiten. Da klingt es so, als ob die verfliegen und das ist dann echt spannend, weil 600 Seiten muss man erstmal füllen. Lilly ist verliebt in Elias. Emma schläft mit Clemens, liebt aber Stefan und der ist in Kanada. Emma ist perfekt, Lilly ihr Schatten und Marie einsam. Lilly ist klug, Emma blond und Marie irgendwie anders. Marie liebt Lilly, Lilly liebt Elias und Elias bekommt Besuch von Giselle. Emma weiß, dass Clemens sie nicht liebt, Lilly redet sich ein, dass sie Elias nicht liebt und Marie denkt, sie weiß, was sie will, bis zu dieser Nacht mit Paul. Und alle suchen nur eins, sich selbst. Was ist man denn, wenn man weder Kind noch erwachsen ist? Verwirrt, unter Druck und unsicher. Die Hormone setzen die Segel auf eine Irrfahrt, die sich Erwachsenwerden nennt. Sehr, sehr schön und ich bin richtig, richtig gespannt, denn gerade diese Zeit, wo man noch nicht so ganz weiß, wer man ist und manchmal kann die auch etwas später erst nochmal auftreten, ist es durchaus spannend, ja, so ein paar Erfahrungen von den Charakteren mitzuerleben.
gerade auch dieses Wirrwarr von Personen und Verstrickungen finde ich sehr spannend. Also, ob es so gut erzählt ist, dass man noch immer alles versteht und eben auch so gut, dass es einen packt und dass man es auf jeden Fall weiterlesen möchte. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch ein Buch von Michelle Schrenk reingeschmissen und zwar Weihnachtswünsche und andere Katastrophen. Das ist mir im letzten Jahr aufgefallen, habe ich da aber nicht mehr gekauft, dementsprechend dann auch keine Gelegenheit mehr gehabt, es zu lesen. Jetzt werde ich es vor Weihnachten definitiv lesen. Es sind 160 Seiten ungefähr. Die werden sich auch gut im November, im Dezember einfügen, denke ich, in die Reihe der Weihnachtsbücher. Da stehen auch noch ein paar bei mir. Werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal vorstellen, welche da auf euch zukommen könnten. Marie ist sich sicher, die große Liebe gefunden zu haben. Das ändert sich allerdings, als sie wegen dem Nürnberger Christkind von ihrem Freund observiert wird. Von Weihnachten und der Liebe hat sie erstmal die Nase voll. Perfekt, dass sie gerade jetzt den Auftrag erhält, in einem abgelegenen Bergdorf die Biografie des geheimnisvollen Herrn Klaus aufzuschreiben. Sie packt die Gelegenheit bei Schopf, um dem Weihnachtstrubel und vor allem ihrem Liebeskummer zu entfliehen. Doch statt einsamer Ruhe und Erholung wartet das Chaos auf sie, denn in der Hütte nebenan wohnt Niklas. Unverschämt heiß und ziemlich verführerisch. Marie muss feststellen, nur weil man sich vornimmt, sich nicht zu verlieben, muss das noch lange nicht klappen. Klingt so, als ob das Leben mal wieder dazwischen kommt und das finde ich herrlich. Michelle Schrenk kann das wunderbar schreiben und ich habe schon ein anderes Winterbuch, Der Zauber des Schnees oder der erste Zauber des Schnees, gelesen und das war auch herrlich. Ich freue mich sehr darauf, das bei einer Tasse Tee zu genießen. Von der lieben Cindy wurde ich angefixt zu diesem Buch Hardware von Jenny Mai Nguyen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das was für mich ist und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, aber sie hat mich einfach sehr neugierig gemacht. Ich habe gedacht, ich wage das Ganze, denn das ist so ein bisschen. Ich muss jetzt mal kurz ausholen. Also, die Shari von Alles Allerlei hat mich angefixt zu Black Matter. Und Black Matter war ein absolutes Jahreshighlight. Und ich war so begeistert von Black Matter, dass ich mir dachte, okay, ich sollte doch ab und zu mal drauf hören, was andere sagen und mal was Neues ausprobieren. Und wenn das Gefühl eben passt, wenn ich in der Rezension sehe und die vorher abbreche, damit ich nicht zu viel erfahre, dann ja, könnte das was für mich sein und dann kann ich mich doch auch mal darauf einlassen. Dementsprechend, deswegen ist Hardware eingezogen von Jenny Mai Nguyen, von Cindy, von Cinderellas Bücherwelt. Ich verlinke sie euch. Ihr werdet sie finden. Hat sie vorgestellt. Da vorne drauf steht Thriller. Ich bin sehr gespannt, ob mir das gefallen kann. Ich lese euch mal ein bisschen vor, was so drin vorkommt. Ich kann das so schlecht zusammenfassen. Erst verdunkelt sie dein Herz, dann die ganze Welt. Adam Ellie hat seine Chance genutzt. Er ist erfolgreicher Ghostwriter, tut alles, um seine kriminelle Jugend vergessen zu machen. Eines verbindet ihn noch mit seinem alten Leben, seine große Liebe Villenia. Die letzte Begegnung liegt lange zurück, bis heute weiß er nicht, ob sie es war, die ihn damals verriet. Antwort darauf verspricht der Internet-Tycoon Baltus, wenn Adam sich an der Suche nach Villenia beteiligt. Denn die junge Frau hat den Prototyp einer künstlichen Intelligenz gestohlen, um Geld zu erpressen. Oder vielleicht sogar einen Terroranschlag zu verüben. Eine atemlose Jagd von den Urwäldern Boliviens über Dubai bis Tokio beginnt. Ich habe keine Ahnung, ob es was für mich ist und ob ich mich gut darauf einlassen kann. Ich bin mega gespannt, wie es mir gefallen wird, wenn ich es denn beginne. Und schreibt mir doch gerne, wenn ihr schon Erfahrungen mit diesem Buch gemacht habt oder eben gerade mit der Situation, ihr hört eine Rezension, ihr wisst gar nicht, ob das euch gefallen könnte, aber irgendwie habt ihr den Drang dazu, es trotzdem zu kaufen und zu lesen. Es geht weiter mit einem herrlichen, stimmungsvoll gestalteten Buch, finde ich, und zwar Palast aus Staub und Sand von Harun Gordon. Warum dieses Buch? Weil ich Harun Gordon kennenlernen durfte und das fand ich sehr schön, und zwar auf dem Bücher- und Blubberstammtisch mit Anka von Ankas Geblubber im Juli, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich fand ihn so sympathisch, dass ich mich natürlich dann umgeguckt habe, welches Buch hat er geschrieben. Ich erzähle euch mal eben, was da so drin vorkommt. Eines Abends ist er einfach da. Baptiste, der scheue junge Mann, von dem niemand in der verschlafenen Ortschaft in Provence weiß, woher er gekommen ist. Und er scheint dort sein Glück zu finden, bis Jahrzehnte später seine verschwiegene Vergangenheit aufersteht. Mit aller Macht ziehen ihn die Erlebnisse vergangener Tage wieder in ihren Bann. Und mit ihnen die Erinnerungen an Abda, das längst vergessene Frauengefängnis in der algerischen Wüste, in dem eine ungewöhnliche tiefe Freundschaft, aber auch sein dunkelstes Geheimnis begraben liegen. Eines, das in einem dramatischen Wettlauf gegen die Zeit immer weiter an die Oberfläche drängt. Auch da, ich finde es spannend, mich auf manche Dinge einzulassen und mal zu schauen, ob die was für mich sind.
Ich, ja, lass mich davon überraschen und ich, so sympathisch, wie ich ihn fand, kann ich mir nur denken, dass es mir Spaß macht, das zu lesen. Dann hat den Weg zu mir gefunden von Mia B. Myers Bucket List zurück ins Leben. Falls wir gerade ein Cover kaufen würden, machen wir natürlich niemals. Es geht um Amy. Als Amys große Liebe Noah an einer seltenen Krankheit stirbt, bricht für sie eine Welt zusammen. Der einzige, den es noch schwerer zu treffen scheint, ist Noahs bester Freund Kyle. Beide glauben sie an den Verlust zu zerbrechen, bis Noahs Mutter ihnen einen Brief überreicht. In diesem bittet Noah sie darum, seine Bucketlist mit allen Dingen, die er gerne noch erlebt hätte, abzuarbeiten. Verbunden durch ihre Trauer und diese Aufgaben entwickelt sich zwischen Amy und Kyle eine tiefe Verbundenheit und sie finden gemeinsam den Weg ins Leben zurück. Bis Kyle einen folgenschweren Entschluss trifft, der nicht nur sein, sondern auch Amys Leben für immer verändern könnte. Ja, dreht sich so ein bisschen um wie die Wunschliste von Jill Smolinski, die hat mich damals sehr begeistert. Oder auch ein bisschen erinnert es an die Idee von dem ersten Roman von Laurie Nelson Spielman. Habe ich noch nicht gelesen, aber die Idee klingt ähnlich. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe sogar noch ein Buch, das so ähnlich ist. Auf jeden Fall, ich merke, dass diese Thematik zieht mich immer wieder an, wenn es darum geht, eine Bucketlist abzuarbeiten, einem verstorbenen oder einem nahestehenden Menschen einen Wunsch oder auch mehrere Wünsche zu erfüllen. Und ich denke, das kann ganz, ganz schön werden, durchaus auch emotional oder berührend. Und ja, das liebe ich. Dann, das spiegelt ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen von Christina Moninger, wenn gestern unser Morgen wäre. Ich kann euch leider auch wieder da schlecht zusammenfassen, worum es geht. Ich lese es euch vor. Was wäre, wenn du eine zweite Chance bekämst? Eine, um alles wieder gut zu machen. Alles, was du so unglaublich falsch gemacht hast. Was würdest du ändern? Was wiederholen? Sarah hat innerhalb weniger Tage so ziemlich jeden Fehler begangen, den sie begehen konnte. Mit scheinbar kleinen, aber ausschlaggebenden Entscheidungen hat sie in ihrem Leben so eine Kettenreaktion in Gang gesetzt, die sie gerne wieder rückgängig machen würde. Als sie inmitten dieses Chaos ausgerechnet Matt vors Auto läuft und wenig später im Krankenhaus aufwacht, ist plötzlich nichts wie vorher. Die Uhren wurden zurückgedreht und all das, was in der Woche vor dem Unfall passiert ist, scheint ungeschehen. Sarah hat nun die unbezahlbare Möglichkeit, die wichtigsten Tage ihres Lebens noch einmal neu zu erleben, um endlich alles richtig zu machen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die Autorin heißt oder der Buchtitel, aber so ein ähnliches Buch habe ich schon mal gelesen. Und ich weiß, dass mich das ziemlich begeistern konnte von der Idee. Das heißt, dieses, beziehungsweise stimmt gar nicht. Ich weiß von Danny Atkins, irgendwas mit Augenblick, das erste Buch von Danny Atkins auf jeden Fall, das im ganz dunkelblauen Cover, das war so ähnlich, also dass sich das verändert hat durch einen Unfall und plötzlich Dinge nicht mehr so waren, wie sie vorher aber passiert sind oder wie die Protagonistin dachte, sie wären passiert. Und ein bisschen ähnlich ist es hier auch. Und diese Idee, dass manche Dinge vielleicht im ersten Moment falsch erscheinen, eventuell aber dann sich, wenn es sich eben nicht zuträgt und man nochmal die Chance hat, Dinge zu verändern oder anders zu machen. Manchmal trotzdem darauf stößt, manche Dinge kann man nicht ändern und wird man nie ändern, egal wie sehr man diese Chance hat oder sich vielleicht auch vorher überlegt, sondern kommt dann an den Punkt und merkt, manche Dinge sollen vielleicht auch so sein und manche Dinge sind gut so, wie sie sind. Und vielleicht auch nicht ist so schlecht, weiß, dass nicht auch ein Funken Gutes dran ist, so ein bisschen der Spruch von Ella. Ja, ich bin gespannt, wo es diese Geschichte hinführt. Das heißt, ob es auch wirklich darum geht, dass man Dinge, die man eben falsch gemacht hat, auch ob die nicht trotzdem dann richtig waren oder richtig wären. Dann von Katrin Koppold, Mondschein Blues. Ich habe von der Katrin Koppold noch nichts gelesen, soweit ich weiß. Ich habe allerdings das Buch immer wieder im Sommer verlost. Hier auf meinem Kanal unter dem Pseudonym Katharina Herzog hat sie das veröffentlicht unter dem offenen Pseudonym. Ich interessiere mich aber sehr dafür, auch für die Sternstuppenreihe, bei der ich nicht weiß, ob die nicht nochmal in einem neuen Cover erscheint, das mir vielleicht noch ein bisschen besser gefällt. Ich wäre sehr gespannt darauf und würde mich sehr freuen. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall erstmal für die zwei Teile Mondschein Blues und Mitternachtstango entschieden, die ich ausprobieren werde. Die sind auch gar nicht so dünn, wie ich erstmal dachte. Ich freue mich riesig darauf und lese euch ein bisschen was von Mondschein Blues vor. Mondscheinküsse schmecken besser. Nina ist ehrgeizig und perfektionistisch und sie hasst es, die Kontrolle zu verlieren. Tom lebt in den Tag hinein, vertreibt sich die Zeit mit ausschweifenden Partys und Alkohol.
Als die pflichtbewusste Journalistin und der ehemalige Rockstar für eine Reportage gemeinsam nach Cornwall fliegen, sind Spannungen vorprogrammiert. Da Tom angeblich seinen Führerschein abgeben musste, ist Nina gezwungen, sich dem britischen Linksfahrgebot zu stellen. Hotelbesitzer freuen sich über das vermeintlich erste Flitterwochenpaar der Saison und es ist äußerst ungünstig, sich auf die Navigations-App des Handys zu verlassen, wenn ganz Cornwall ein einziges Funkloch ist. Doch je länger die Reise dauert, desto mehr bemerken Nina und Tom, dass sie gar nicht so verschieden sind, wie anfangs gedacht. Das sorgt für Herzklopfen und Mut und Blues, denn Tom hat etwas zu verbergen. Klingt herrlich, auch diese Thematik. Bei ihr geht es oft um so Mondschein, um Sternschnuppen. In dem Sommerbuch, immer wieder im Sommer, geht es um einen Roadtrip. Es sind so Themen, da denke ich sofort, ja, das könnte mir gefallen und bin deswegen sehr gespannt auf diese beiden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das zweite auch von denen handelt. Vielleicht von Personen, die im ersten auftauchen. Falls ihr das wisst, schreibt es mir doch einfach mal. Vielleicht habt ihr ja die beiden Bücher schon gelesen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Und damit ist die Kiste leer. Nur noch eine Powerbank ist drin. Ich gehöre jetzt auch zu denen, die auch eine Powerbank besitzen. Gut. Aber die große Kiste ist leer. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt so das eine oder andere Spannende gesehen. Ich habe doch durchaus auch den Drang dazu, immer mal wieder Bücher zu kaufen, die nicht unbedingt nur in einem Verlag erschienen sind und die dann eben auch mal über Amazon und von selbst Self-Publishern sind. Denn ich habe einfach bisher keine richtig schlechte Erfahrung gemacht mit Self-Publishing-Büchern oder Self-Publishern. ja, deshalb zeige ich euch das auch ganz offen und ehrlich, denn ich bin der Meinung, die haben auch irgendwo eine Berechtigung und vielleicht habe ich euch mit dem einen oder anderen angesteckt, angefixt. Ihr guckt es euch einfach mal an. Ansonsten schaut bei den Leuten vorbei, die ich euch erwähnt habe. Ich würde mich freuen, denn ich glaube, ja, die machen einen tollen Job und die machen tolle Videos und die gucke ich jedenfalls sehr begeistert. Vielleicht fixen sie euch ja auch mit dem einen oder anderen Buch an. Und wenn ihr jetzt nichts mehr verpassen wollt von mir, klickt einfach mal hier oben auf den Abonnieren-Button. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht spiegelverkehrt. Habe ich mir noch nicht überlegt. Ich glaube, ich bin spiegelverkehrt. Ich glaube, ihr müsst hier hinklicken. Ihr werdet sehen, auf den runden Kreis, auf dem mein Gesicht zu sehen ist, und drunter, egal auf welcher Seite, erscheint auch noch ein Video. Schaut euch einfach ein bisschen um und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss!